die Situation, über leichte Infekte drüber singen zu müssen, weil die Gage dran hängt, ist etwas, was schon auffällt. Also der nicht enden wollende Halsschmerz, ist den kenne ich schon. Also ich habe schon einmal eine Situation gehabt in meinem Leben, wo dann anschließend eine Kehlkopfentzündung, eine Stimmbandentzündung war und wo ich dann wirklich 2 Monate extremst Ruhe geben musste. Und das ist ja immer die Verantwortung, wenn ich für mich alleine verantwortlich wäre, würde ich vielleicht sagen, pfeif drauf, den Gig sage ich ab, ich habe Halsweh. Ja? Aber wenn ich weiß, dass dann 6 andere auch kein Geld verdienen, wenn ich jetzt Halsweh habe, ist das eine Situation, wo man dann eher auch mit Schmerzen singt. Beim Spielen, wenn viel üben, das ist schon, als ich begonnen Profi zu werden, das kam die Gelenk, die Muskelschmerzen, Verkrampfungen. Das ist, wenn man viel spielt, bei mir, aber das ist nicht nur physisch, das ist auch psychisch. Ist das jetzt noch immer so? Weniger, ich habe viel gelernt mit der Zeit, wie man umgeht, wie man richtig spielt, aber das ist ständig aufpassen. Ja. Ich bin ein sogenannter Schauter. Ich brauche zudem, dass ich versuche, innere Kraft zu geben, auch noch die Körperkraft. Es ist einfach wie ein Dauerlauf, wenn ich singe. Und da habe ich einiges geändert, einfach weil ich auch älter bin und weil ich die ganz große Kraft, die ich mit 30 hatte, nicht mehr habe. Ich sage jetzt ein Beispiel. Ich habe eines Tages auf einer Deutschland-Tournee, so nach dem 10., 12. Gig, habe ich Brustwarzenschmerzen gekriegt, habe nie gewusst, auf was das zurückzuführen ist, hatte schon das Gefühl, dass das mit Überanstrengung zu tun hat. Und das haben auch die Marathonläufer, die haben die Brustwarzen abgepickt. Also es geht so weit, dass du komplett am Anschlag. Also die körperliche fährst. Belastung ist da deutlich. Da kommt nichts mehr dran. Das ist, es kommt schon was, aber das presst du bereits raus, ohne die Kraft dazu zu haben. Beim Üben wiederum nicht übertreiben, die Pausen einhalten und immer das Hirn mitlaufen lassen, mitdenken. Bitte mitdenken. Wenn einem was wehtut, soll man nicht weiterspielen. Ganz simple Sache. Wenn man das Mundstück in der Lippe abgedrückt hat und man beginnt zu bluten, dann hat man wahrscheinlich zu viel geübt. Und sollte dann der Professor oder der Lehrer oder irgendwer anders sagen, du bist zu faul und du übst zu wenig, dann kann das nicht stimmen, sondern dann muss man sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Also mir ist das persönlich so passiert. Ich habe nach einigen Jahren Studium nichts mehr rausgebracht, weil ich alles gemacht habe, was der Lehrer gesagt hat, ohne selbst mitzudenken. Das ist eine sehr wichtige Stunde, habe ich da gelernt. Ich habe früher gebrüllt wie am Spieß und habe gedacht, wenn ich so brülle, dann bin ich so gut wie der Joe Cocker. Und in Wirklichkeit ist dieses der Umgang mit der heiseren Stimme auch eine reine Technikgeschichte. Ja? Also wenn man das technisch macht, ist das für die Stimme wunderbar. Deswegen. Allerdings möchte ich wirklich warnen, wenn jemand Rockmusik machen möchte und ein Rocksänger sein will, möchte ich davor warnen, zu einem Klassikausbildner zu gehen, außer der Klassikausbildner macht nur Stimmbildung. In dem Augenblick, wo er dir den Klassik-Schmäh eindruckt, weil es ist ein Schmäh. Ich mag dieses Geknödle überhaupt nicht. Das ist für mich ein extrem unnatürlich. Aber, dass man die Grundtechnik kann, dass man weiß, wie man stützt, dass man weiß, wo der tiefe Ton hinkehrt, nämlich nach oben, und der hohe Ton kehrt nach unten. Du musst gegensteuern, weil du dich sonst selber erwürgst, wenn du magst. Bist du tot? Ja. Wenn du machst, bist du auch tot. Ja, ganz normal. Ja. Und solche Grundregeln zu lernen, halte ich, wenn man es auf Dauer macht und als Profi macht, für unerlässlich. Das muss man irgendwann lernen. Ich habe hauptsächlich Haltungsschäden, die aber nicht von der Arbeit selber kommen, sondern von, das ist meine Schuld, vom schlampigen Dasitzen beim Üben. Meistens sitze ich irgendwie in so einer gebückten Haltung vorm Computer und tue mit rechts üben und mit links Facebooken oder was ähnlich Wichtiges. Oder Mails beantworten oder sonst irgendwas. Und das ist einfach ein eigentlich ein Disziplinproblem und kein Haltungsproblem.
Also es wäre von Haus aus kein Haltungsproblem, wenn man einfach gerade da steht und spielt.